Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und mit dem zweiten Video zum Last of Us Remake. Wir haben uns ja im ersten Video so angeguckt, was neu dazugekommen ist und haben einen alten Spielstand importiert. Ich habe es ja schon immer auf der PS4 durchgespielt, hat auch alles super funktioniert. Habe auch Punkte dafür gekriegt und habe ein bisschen was freigeschalten. Und jetzt wollen wir mal hier kein Zurück machen, weil das scheint was länger zu sein. Und das Video war ja schon 40 Minuten. Dann gucken wir da auch mal rein. Neuer Durchlauf, Herausforderung, Tutorials. So. Ich schließe Herausforderung ab, um neue Charaktere, Designs, Gegner, Bosse und mehr freizuschalten. Neuer Durchlauf. Tutorial. Du hast jeden Tag nur einen Versuch, den täglichen Durchlauf. Innerhalb von 24 Stunden abschließt. Jeder spielt zufälligen Durchlauf in Check. Aha. Okay. Ja, Tutorials mache ich dann mal separat. Wir wollen einfach mal. Ich weiß ja, ihr liebt es, wenn ihr mich scheitern seht. Täglicher Durchlauf. Machen wir einfach mal normal und wir machen mal auf. Sehr leicht am Anfang. Ich habe nur Ellie und Abby. Wir nehmen Ellie. Du hast Gameplay-Modifikator aktiviert, die dazu führen, dass die Herausforderung Fortschritt. Öffentlicht werden. Möchtest du die Option für Standardwerte zurücksetzen? Gameplay-Modifikatoren können unter Extras-Modifikator ein oder andere. Ja. Warnung, Herausforderungsstufe und Charakter können nach dem Start nicht mehr geändert werden. Okay. Durch Belohnung und nutze dann die Werkbank um. Okay. Nutze Planungsbrett, um die nächste Begegnung auszuwählen und zum letzten Boss zu bauen. Also ein Boss kommt hoch. Okay. Ich muss weiter. Ich habe null Teile.
dem ersten natürlich an. Okay. R1, los, mach was. Das ist sie! Bei den Autos! Mist, halt nicht auf der Acht. Sehen. Die Zeit ist ziemlich knapp. Da kommt der zweite. Die geht rechts lang, der geht links lang. Oh Scheiße, kommt Dreier.
in diesem Laden. Mist. Nicht entkommen. Gebiet absuchen. Nicht entkommen lassen. Dass du da bist. Verdammt. Oh, Scheiße. War jetzt gar keine Kiste. Muss man wieder an die Steuerung gewöhnen, ey. Ich hätte gerne das Maschinengewehr mitgenommen, aber das war irgendwie nicht. Wir nehmen mal die Waffe mit. Und wir machen ja noch ein paar mehr Punkte. Verbessern. Was können wir verbessern? Feuerrate. Rückstoß, Genauigkeit und Rückstoß. Die Rückstoß und Genauigkeit machen wir. Da ist der Boss. Sie können mehrere Wege gehen, oder was? Da sind wir. Da ist ein Bild mit bei. Also da scheint das denn einer mit bei ist. Da ist er verseucht. Also hier. Weil das ist ein Foto von dem Level. Dann oben das Zeichen und ein extra Foto von einem Charakter. Würde ich jetzt sagen, das heißt, dass da einer mit bei ist. Ja.
Frieden! Das war's schon. Ah, Designkarte. Mod. Schallgedämpfte Maschinenpistole. Schockbombe-Rezept. Stabilität, Ziel, Schaden. Der Modus, der macht schon Spaß, also muss ich echt sagen. Fünf Stück sind's.
Okay.
gerade erst bearbeitet. Nur die Axt weiter. Da hinten. Mich mal heilen sollen. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Herausforderungen habe ich jetzt auch. Neuer Pfad. Und jetzt gucken wir aber noch mal in die Story rein. Warte mal, nee, ich muss mal Extras, Gameplay-Modifikationen. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich bei Story reingehe und sage Neues Spiel Plus. Ob der dann auch sagt, dass ich die ausschalten muss. So, Neues Spiel Plus, spiele das Spiel erneut mit allen Verbesserungen. Und all deiner Ausrüstung eines vorherigen Durchgangs. Verbesserungen und Fähigkeitsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Eddies Ankunft in verfügbar. Ich muss noch mal gucken. Da irgendeinen Schwierigkeitsgrad gibt, den ich unbedingt spielen muss. Nicht erhalten. Das spinnt wieder die PlayStation. Das dauert immer eine Weile. Finde alle Münzen. Finde alle Artefakte und Tagebücher. So. Hier im Ort. Zentrum. Verbessere alle Waffen vollständig. Öffne alle Safes. Ach du Scheiße. Finde alle Sätze. Treff F. Aha, okay. Gut, also ist kein Ziel, ist kein Schwierigkeitsgrad verlangt.
erkunde und erlebe die Geschichte und werde dabei in Kämpfen nicht zu herausfordern. Kamera, Zielhilfe sind standardgemäß aktiv. Weniger schwierig als Mittel. Es sind mehr Ressourcen vorhanden und die Gegner sind weniger gefährlich. Leicht plus ist schwieriger als leicht. Aber auch nur leicht. Es bietet ein ausgewogenes Spielerlebnis und Ressourcen. Die Ressourcen sind begrenzt. Nee. Endgültiger Tod wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Start. So. Jetzt gucken wir mal die Grafik von. Wir haben sie jetzt schon gesehen in dem Modus. Die Ladezeiten haben sich deutlich verbessert. Aber es sah halt auf der PS5 mit dem. Die PS4-Version mit dem PS5-Patch sah schon geil aus. Viel Unterschiede finde ich jetzt nicht, außer halt, dass da Haufen Zeug neu dazu gekommen ist. Weiß nicht, was passiert ist. Sollte sie zu den Fireflies bringen und dann. Aber ich denke mal, VRA und allem wird auch unterstützt. Das kann ich hier aber nicht anmachen auf dem Monitor. Der Monitor hat das nicht. Haben das halbe Land durchquert. Ich finde es besser ohne diese Filmkörnung, oder? Was sagt ihr? Eine Bedeutung für ihre Immunität. Ich kann es ja mal mit Filmkörnung nochmal anmachen, damit ihr das sehen könnt. Da haben wir so eine Filmkörnung da unten. Die war auf 10. Ja, ich mach's jetzt nur wieder so, wie es vorher war. Oder Joe hier. Irgendwann habe ich. Und. Optionen, Anzeige. Ich selbst dann diese. So, und das jetzt ohne Filmkörnung. Ich find's ohne Filmkörnung schöner. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es nicht bei jedem Spiel drin ist, dass man diese Filmkörnung rausmachen kann. Dann kamen wir an. Wir machen mal überspringen. Das geil aus, ey. Da kriegt man direkt Bock, das nochmal durchzuspielen, ey. Oh, mit den Lichteffekten. Also das mit den Lichteffekten sieht jetzt geiler aus. Habe ich das Gefühl. Also Naughty Dog ist da sowieso, die zaubern da was hin. Selbst wenn ihr euch nur mal The Last of Us Part 1 anguckt. Also den ersten Teil. Und für die PS3 und den sie dann für die PS4 gemacht haben. Und die holen da immer wieder mehr raus, kaum Ladezeiten. Selbst auf den älteren Konsolen zaubern die da Sachen hin. Oh. Ich hoffe, da kommt auch nochmal ein Last of Us. Also Naughty Dog, die sind da echt Künstler, ey. Das ist, oh, die Uncharted-Reihe, also. Boah, sieht das geil aus. Leck mich am Arsch. Also ich finde, die 10 Euro lohnen sich, um das Update zu machen und das nochmal durchzuspielen oder die neuen Modis. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob die 10 Euro wert sind. Wer das natürlich The Last of Us 2 noch nicht hat, der sollte definitiv zur Remastered-Version greifen. Für die PS5 logischerweise. Dass er alles hat und vor allen Dingen auch geilere Grafik. Dem Gras sah schon geil aus. Es ist jetzt nicht viel, also mehr, also bewegt sich ein bisschen weicher.
Das mit den Lichteffekten hier, das zum Beispiel, das ist jetzt ein Stück besser. Aber was sollen sie da schon großartig rausholen? Es sah ja schon mit dem PS5-Patch, sah es ja schon geil aus. Aber ich denke mal halt, wie gesagt, VR, Alm wird unterstützt und halt 120, wenn Fernseher möglich ist und die ganzen Sachen. Schild umgeschmissen, die Rehe. Beeindruckend, ey. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Ah, das ist von Left Behind. Wo er ihm dann erzählt hat, dass Ellie immun ist. Also, es sieht doch viel besser aus, mit, dass wenn die Filmkörnung aus ist, oder? Ja, da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Ob lieber mit Filmkörnung oder ohne. Oh. Ich verlasse mich drauf. Ich bin schon so gespannt auf die zweite Staffel, ey. Also wer die Serie noch nicht geguckt hat, ey Leute, ihr müsst euch die Serie angucken. Hoch auf die Story-Schreiber bei Naughty Dogs. Also, wie gesagt, ich habe es ja einmal schon durchgespielt auf der PS4. Die Story ist so packend. Sie reißt dich so mit und fällt dir manchmal dann auch in den Rücken sozusagen. Und du rechnest mit was anderem. Auf einmal passiert das. Und oh, und dann passieren Sachen, ich will ja nicht zu viel spoilern für die, die noch nicht gespielt haben.
womit man nicht rechnet. Und dann denkst du, Alter, was ist das? Gar nicht mal so übel. Nicht okay. Okay. Ja. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, Scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Dann hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Entschuldigung? Hey, also... alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie. Alles cool. Versprochen. Ach, da. Hier, das ist ein Easter Egg. Hey. Also nicht der Hund. Ja, lass dich kraulen. Hier. Er hier. Ist der Komponist. Vom Last of Us Soundtrack. Oder vom ganzen Spiel? Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Hey Jesse. Oh, hi. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Ja, Ellie ist sehr nachtragend. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Ein bisschen machen wir noch. Da sollten sie heute noch hinkommen. Boah, ich krieg richtig Bock, das vielleicht doch nochmal durchzuspielen, ey. Na klar.
wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Ehrlich. Oh, ein Eichhörnchen. Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Ehrlich. Hast du kurz Zeit für mich? Oh. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Ach, Mann. Ach, Gott. Au! Wir machen euch alle, ihr Verlierer. Schön, ha? Ah, nimm das. Ja, ich meine, cool. Was will ich denn am Hammer? Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Nein. Oh. Gefällt dir das? Nein, nein. Na, warte, ich krieg okay. Das Werk. Aua. Ich hab nur Wunst, Alex. Du bist mies. Ja, lauf lieber. Lauf lieber. Da hast du. Oh, was für ein Wurf. Na los, wir gewinnen. Oh, versteck dich lieber. Frisch Schnee. Selber schuld, was? Hier. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh. Schön, dass er uns losgeschickt hat. Ihr wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Das Mädchen. Ob er da kommt? Oh, wir wollen nicht so viel spoilern. Hier lang. Ah, Abby.
Das ist Abby. So. So. Wir wollen aber nicht so viel verraten für die, die noch nicht gespielt haben. Story. Kapitel, Filmsequenzen, Standard. Kein Zurück. Da waren wir. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Auf die Wellen und... Oh. Ich habe da richtig Bock gekriegt, das zu spielen, ey. Wir müssen mal gucken. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann euch... The Last of Us, egal welchen, 1, 2, kann ich euch nur ans Herz legen. Story, Grafik, Sound, mega geil. Wirklich geil. Part 2 wurde halt zu Unrecht, meiner Meinung nach, am Anfang gehatet, nur weil Ellie lesbisch ist. Also ich find's Quatsch. Blödsinn. Die Story ist packend. Sie macht mega Spaß. An manchen Stellen, ich kann es nicht anders sagen, ich muss da, ja, fiktet euren Kopf auf Deutsch, weil das auf einmal sich da in eine ganz andere Richtung entwickelt und du denkst nur, what the fuck? Also da haben sie sich wirklich, also da war ich, am Anfang war ich perplex und fand es nicht so und dann dachte ich, ich will halt nicht so viel spoilern für die, die noch nicht gespielt haben. Und dann fand ich es doch ganz geil. Und also mein ganzes Fazit vom Spiel ist einfach nur, ihr müsstet spielen. Ich würde gerne noch wissen, wie gesagt, mit der Filmkörnung, ob euch das gefällt oder nicht gefällt. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich habe lieber so ohne Filmkörnung. Ja. Und ich finde die 10 Euro Update-Kosten sozusagen, um die PS4 zur PS5-Version zu machen, zur reinen PS5-Version, für das, was man alles dazu kriegt, ist sie rechtfertigt. Weil da hängt ja auch Arbeit dran, die verlorenen Levels, dann diese Herausforderungsmodus, dass man was freischalten kann. Man kann ja dann neues Spiel Plus machen, nochmal Punkte kriegen, Charaktergalerie hast du nicht gesehen. Also es lohnt sich, finde ich. Meiner Meinung nach. Also finde ich, dass es sich lohnt. Und für die Leute, die halt das Spiel noch gar nicht haben, greift da am besten gleich zur reinen PS5-Version. Da habt ihr gleich alles mit bei und ein rundum schönes Spiel. So, nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.